Caroline macht derzeit eine Ausbildung zur Restaurantfachfrau. So wie viele Jugendliche wusste sie in der Schulzeit nicht, welchen Beruf sie tatsächlich wählen sollte. Geholfen hat ihr das Jugendcoaching der Volkshilfe. Im März habe ich angefangen mit dem Jobcoaching und habe halt Bewerbungen geschrieben und laut Arbeitsanzeigen angeschaut und geschaut, was ich also überhaupt machen will. Schon während der Schulzeit findet die Beratung statt, kann bis zu einem Jahr in Anspruch genommen werden. Besondere Unterstützung erhalten Jugendliche, die gefährdet sind, die Schule abzubrechen oder keinen Abschluss erlangen können. Das ist meistens recht ein Wendepunkt im Leben der jungen Menschen. Die wissen noch nicht ganz genau, was sie nach der Schule machen wollen. Und wir sind dann als unterstützendes und beratendes Angebot da und erarbeiten gemeinsam mit den Jugendlichen eine berufliche Perspektive. Und die Erwachsenenarbeitsassistenz funktioniert ähnlich, nur halt für Erwachsene. Das Wichtigste ist, jungen Menschen eine Chance zu geben, bald in Arbeit zu kommen. Wenn ich diese Jahre verliere, das kann ich nie mehr wieder aufholen. Die Jugendcoaching-Beratung soll für Jugendliche eine Vernetzung von Familie, Schule und Wirtschaft sein. Der Betrieb, der hat zum einen davon, dass er eine Begleitung auch noch kriegt, wenn irgendwelche Probleme anstehen oder irgendwelche Fragen auftauchen während der Ausbildung, dann kann man sich da eben auch noch an uns wenden. Dass sie von der Volkshilfe unterstützt wird, haben wir erst im Nachhinein erfahren. Ich sehe es als sehr, sehr positive Sache von dem her, weil wir die Möglichkeit haben, zwei Betreuer zu haben. Das heißt, einerseits den Betreuer auf Seite der fachlichen Weiterbildung, auf der anderen Seite haben wir eine menschliche Komponente, die im Prinzip teils selbstverständlich unsere Mitarbeiter übernehmen. Jährlich nehmen rund 1000 Jugendliche die Beratung in Anspruch. Infos zum Jugendcoaching gibt es auch auf der Homepage nachzulesen.